Hallo? Hallo? Monster? Zombies? Mumien? Geister? Nichts? Ich bin enttäuscht! Maßlos enttäuscht! Hier geht's runter. Hier ist eine Tür. Die muss ich aufschließen. Mach ich doch mal. Na? Na, na, ah, 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 ah. Na, ah, 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 ah. Aha. Aha, aha, aha. Hallo? Also. What the hell? Ja, wäre doch noch lauter. Hab ich auf irgendeine Falle getreten? Ach, guck an da, tatsächlich. Ist hier noch eine Falle? Nein, 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 nein. Gut. Okay. Und was ist hier drin? Oh, Gold. Zankergring. Amethyst kann ich ja mitnehmen. Und die Eisenpanzer. Aua. Danke. Da war auch eine Falle, oder? Auch nicht, oder? Ich gehe. Fendal? Fendal, ja, du kannst wieder mitkommen. Ist doch gut jetzt. Seid ihr bereit aufzubrechen? Gehen ja. Wir. Folgt mir. I follow you, deep sea baby. I follow you. I follow you, deep sea honey. I follow you. You're my river running high, run deep, run wild. Ah. Na toll. Ja, na das ist ja. Hallo? Hallo? Oh Mann, hier bräuchte ich so eine Kralle. Aber die habe ich nicht mehr. Aber das ist eh eine andere Kralle. Das ist mit dem Wolf. Okay, besitze ich gerade nicht. Na, gefällt's dir hier? Ha? Ja, bist du flauschig. Und ja, ganz ja brava. Okay. Okay, das war schon mal die falsche Richtung. Weh, du spuckst jetzt nochmal Feuer, ne? Dann beklage ich, dass ich brenne. Dann reg ich mich voll auf, dass ich brenne und so. Hallo? Mein Hund ist schon wieder kaputt. Nein, so geht das aber nicht. Ja, fass! Fass, Hundi, fass! Mach kaputt! Du bist hier nicht willkommen, Vendelius, Garta, Dingens... Bam! Wie auch immer ihr hießet. Wie ist es denn um Himmels Willen, Essenz des Phantoms? Du nimmst für 30 Sekunden Geisterform an, auch das hat er also gebracht. Und ein Dietrich. Wo ist mein Hundi? Hat mein Hundi kaputt gemacht. Fender, du bist auch so eine richtig große Hilfe. Zaubertrank, der Pipapo, ein Schädel, ein Balsamierungswerkzeug. Was betreiben die eigentlich immer hier? Was machen die hier eigentlich? Was ist das für ein Essenz des Phantoms? Durchsuchen, Gold und noch ein Dietrich? Vendelius Tagebuch. Das Tagebuch von Vendelius Gatarian. Der hat ja mal so komisch gesprochen, so, okay, dann lese ich das jetzt so vor. 18. Morgenstern, 4. Ära 200. Ich habe mein Lager im Inneren des Hügelgrabs aufgeschlagen. Das muss der Ort sein. Allen meinen Nachforschungen zufolge muss sich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue suchen zu können. Sie muss hier irgendwo verborgen sein. Ah, oh, hier gibt es also die Klaue? Okay, dann müssen wir noch ein bisschen suchen. 25. Morgenstern, Dingenskirchen, 4. Ära 200. Das war eine knappe Sache heute mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten, doch ich konnte ihn verscheuchen, indem ich mich in ein paar Tonscherben in einen Beutel klapperte. Die Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt mich auf eine Idee. 28. Morgenstern, 4. Ära 200. Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur zu erstellen, die funktionieren sollte. Der Schimmer ist perfekt. Ich sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen die Bewohner von Iverstadt glauben, dass sie in diesem Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. 29. Morgenstern, 4. Ära 200. Erfolg! Es hat besser geklappt, als ich mir hätte träumen lassen. Ich musste lediglich nachts vor dem Eingang zum Hügelgrab herumwandern und mit den Armen fuchteln. Muss ja lustig ausgesehen haben. Ich hätte beinahe laut losgelacht, als sie weggerannt sind. Das sollte sie fernhalten, während ich meine Suche nach der Klaue fortsetzte.
Elftes Herzfeuer führt Ära 200. Es ist fast ein halbes Jahr vergangen und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue. Ich ernähre mich von Skiva-Kadavern und Draugerresten. Mein Leben hier ist fristlos. Ich habe alle Pigmente meiner Haut verloren, weil ich nie ins Sonnenlicht gehe. Oder irgendwelche Hinweise auf ihren Verbleib. Es ist zum Verrücktwerden. Sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzuheuern, also muss ich alleine weitermachen. 20. Sonnenuntergang, 4. Ära 200. Sie ist nicht hier. Sie kann nicht hier sein. Das darf nicht sein. Es sind bestimmt die Leute von Nivastadt. Sie müssen mich durchschaut haben und spielen nur mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden und die Reichtümer für sich behalten. 18. Abendstern für Dera 200. Wieso? Wieso quälen sie mich? Wieso vernichten sie mich nicht einfach? Ich bin... Wer bin ich? Mein Verstand bewegt sich. Ich kann nicht... Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir mein Ziel ins Gedächtnis zu rufen. Bin ich ein Teil dieses Grabes? Ist es meine Bestimmung, es zu beschützen? Was geschieht nur mit mir? Erste Ära 10.050. Sie werden mir meinen Schatz nicht... Mein Schatz! Sie werden für ihr Verbrechen teuer bezahlen. All jene, die diese Mauern betreten, würden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht. Ich bin der Hüter des Feuerhügels und wer sich mir widersetzt, wird sterben. Mein Schatz. Ich meinte, wow, war das eine spannende Geschichte. Ja, das tut mir dann, das wusste ich nicht, dass das dein Hügelgrab ist. Das hättest du mal dran schreiben müssen. Ja, Fernand hat auch keine Ahnung. Ja, aber anscheinend ist die Klaue nicht hier. Wenn die Klaue nicht hier ist, in dem Pups-Mini-Klein-Winzlingsgrab, dann kann die auch nicht helfen. Was ist das da? Magie vom Himmel? Dagger will ich auch nicht. Ein Alchemielabor. Na, dann gucken wir doch mal, ob wir hier vielleicht irgendwas Tolles herstellen können. Blaue Bergblume, blaue Schmetterlingsblume, Drachenbaum und Elfenohr. Geht nicht. Ich kann nur drei Gegenstände. Okay. Magika-Regeneration senkend hinzugefügt. Das klingt ja super. Und Hängemoos. Gift, Knoblauch und Jasperraube. Magiker regenerieren. Ja, das ist ja Schnieke. Hätte ich jetzt noch gerne dit und Lavendel zusammen. Herstellung des Zaubertranks war schlecht. Das war auch schlecht. Die Schranke. Immer Magiker wiederherstellen. Ist ja auch prickelnd. Ne? Ah, das bringt es ja voll. Ich möchte gerne Gesundheitswiederherstellen. Ach, guck an, mit Weizen geht das natürlich immer gut. Auswahlen aufheben. So. Das ist doch schon mal was. Alchemie-Bänden, ja. Wir brauchen ja Gesundheitswiederherstellungstränke. Ganz einfach. Also brauchen wir auch mehr Weizen. Fandal? Muss das sein? Oh. Ja, genau. Oh. Also wir brauchen eine Klaue. Gräbnisurkunde. Vielleicht ist ja da was drin. Nee, da ist nur Geld drin. Voll die Grabschändungsaktion wieder. Da ist ein Leinentuch, da sind wieder Einbalsamierungswerkzeuge, hier ist sonst auch nichts weiter. Schalen, da müssen wir wohl mal ein bisschen Recherche im Dorf betreiben. Ob dann nicht eventuell irgendwo... Da ging es dann zur Kammer mit der Klaue, von hier sind wir gekommen. Jetzt bloß nicht wieder auf irgendwelche Fallen treten, aber hier war auch sonst nichts. Hüpp! Aha, ausgetrickst. Hüpp! Auch sonst nichts weiter drin? Nee. Oh Mensch, Fandal, du Vollidiot. Hier sind nur so Löcher, die sind auch uninteressant. Was ist das da? Keine Ahnung. Hier, Fandal, lass dich aufspießen. Hörst du jetzt vielleicht das nächste Mal auf mich, dass du so einen blöden Mist nicht mehr machst? Und dann kamen wir von hier... Und haben das Kombinationsschloss gelöst. Das war auch super toll und alles. Aber mehr gab es hier dann auch nicht, nicht wahr? Hier sind Pfeile rausgekommen. Ist das hier irgendwas? Das sieht nicht aus wie eine Truhe, sondern irgendwie was wie verschütt gegangen. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Gut. Oder auch nicht, weil wir jetzt total sinnlos hier reingestiefelt sind und hier ist gar nichts. Hallo, Mr. Drauger. Sie sind leer? Na, dann ist ja gut. Da ist ein Drauger kaputt gegangen. Ob ich die Drauger wiederbeleben kann mit einem Wiederbelebungs-untoten Zombie-Dingsbums? Weiß nicht. Wäre aber bestimmt lustig.
witzig, nicht wahr? Ist ja nicht groß. Was hat er denn hier gesucht? Und vor allen Dingen, wo hat er denn hier was gesucht? Wenn ihr wisst, wie man da rankommt, ihr dürft es mir gerne schreiben. Das tue ich jetzt nicht als Spoiler anrechnen, ne? Weil das ist ja schon, wie soll ich sagen, Skyrim, vielleicht finden wir es von alleine raus, wenn wir jetzt mit den Dorfbewohnern reden und erfahren, ob ja, nein, vielleicht doch. Oh. Ansonsten könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese momentan meine Kommentare sowieso eher weniger, beziehungsweise habe ich jemanden, der meine Kommentare administriert und ich kriege dann weitergeleitet, was für mich interessant ist und schreibe dann daraus auch die zusammen, wie soll ich sagen, die Zusammenfassungen, was dann zu den Kommentaren als Antwort kommt und so weiter und so fort. Und es ist dunkel. Ich mag nicht, wenn es dunkel ist. Dann schlafen wir jetzt einfach mal eine Runde, ne, Fendal? Im Stehen. Und die Zeit zieht an uns vorbei. Der Himmel zieht an uns vorbei. Der Morgen erwacht. Und es ist 8.34 Uhr. Perfekt für den neuen Start in den Tag. So. Morgenstund hat Mundgeruch im Mund. Wen haben wir ich hier? Ich habe nach euch gesucht. Oh. Ich soll euch etwas liefern. Aber nur, aber euch, nur persönlich. Euch persönlich. Lasst mal sehen. Was bekomme ich? Ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Oh, das war's dann ja. Wohl. Ich muss los. Ein Brief vom Jarl? Was hat er denn schon wieder für Informationen für mich? Oh, wenn ich jetzt noch wüsste, wann ich es bekommen habe. Ach, beschworenes Schwert kann ich ja mal lernen. Hui, das kann ich schon, das kann ich schon. Brief vom Jarl aus Falkenring. Oh, okay. Das kann ich ja fast nicht lesen. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist, ich kann es nicht lesen und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Man hat mich aus ganz Himmelrand von euren glorreichen, mega geilen Taten, ihr seid so super, ich liebe euch, berichtet. Wenn ihr euch für das Amt des Tane von Falkenring interessieren könntet, sprecht euren nächsten Besuch doch mit mir. Na na, Ehre, Titel, Tane, außerdem Haus Karl. Und ich krieg wieder eine Wohnung angeboten, die ich mir noch nicht leisten kann, nützlich erweisen könnte es. Ja, es steht da noch mehr durchaus. Lala, parallel, ich freue mich darauf. Ich verbleibe. Allerherzlichste Grüße, der Jarl von Falkenring. Okay, gut. Bruder der Eldra will ich gar nicht lesen. Okay, das habe ich mir alles schon angeguckt, das habe ich gelernt. Jetzt kann ich auch ein Schwert beschwören. Dann machen wir das doch gleich mal. Halt. Halt, 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 halt. So schnell schießen die Preußen nicht. Das stimmt gar nicht. Die Preußen schießen recht schnell, wenn man im Geschichtsunterricht aufgepasst hat. Wo war denn das? Halt da. Beschworenes Schwert. Das ist nämlich echt ein toller Zauber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich schon wieder das Falsche gedrückt? Dann werde ich mal anstelle der Flammen. Oder anstelle der Funken. Funkenflammen. Funkenflammen. Funken. Funkenflammen. Beschworenes Schwert. Weil da kann man jetzt hier so wunderschön. Halt. Und. Schwert. Halt. Das war falsch. Und. Und Schwert. Ne, Doppeltbeschwörung hält besser. Sieht ziemlich cool aus, so transzendentes Zeugs. Aber wir stecken die Sachen mal weg. Okay, das war der Kurier. Dann, wo könnten wir uns mal erkundigen? Hier ist ja ein Pub, nicht wahr? Das Gasthaus. Wir sollten uns mal nach dem komischen Typ mit den Ruinen erkunden. Der scheint da ja viele Jahrhunderte festgesessen zu haben, so wie es aussah. Mann, das ist ja nicht Durchhaltevermögen. Dass der zum Schluss seinen Verstand verloren hat, ist klar. Viele Mühe. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Ihr habt da ein Hühnerei-Problem. Moment. Problem gelöst. Was hier alles rumliegt, da liegt noch ein Hühnerei. Vorsichtig damit. Ja, ich bin doch schon vorsichtig. Hallo. Entschuldigt, meine Dame. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Nein. Eine angenehme Reise, meine Dame. Danke. Und wer bist du? Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr Ivarstadt? Ich muss die Welt retten. Was für eine langweilige Unterhaltung. Fendal, kannst du mal mit dem vor die Tür gehen und so pitch-patsch, du verstehst schon. Hallo, Wilhelm. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Das sagen sie alle, aber es stimmt nicht. Erzählt mir mehr über das Hügelgrab. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es.
Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ja, was ich habe halt so einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ja. Suchen die Geister auch eure Stadt heim? Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Psst, ich habe den Geist kaputt gemacht. Aber ich könnte Nachforschungen für euch anstellen. Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Erkunde den Feuerschleierhügel. Habe ich schon gemacht. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr etwas? Was gibt's hier? Seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Oh. Töte den Drachen im Aussichtspunkt der abgeschnittenen Zunge. Das ist ein Drache? Nee, das ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Gibt es auf der kleinen Insel östlich von hier etwas, wovor ich mich in Acht nehmen sollte? Kleine Insel östlich? Was? Ich habe dort den Eingang zu so einer Höhle gesehen. Die Leute nennen sie Geiermunds Halle. Keine Ahnung wieso. Ihr solltet besser einen Bogen darum machen. Raida hat sie kein Glück gebracht. Hey, Raida, das... Okay, da sollten wir vielleicht mal hingehen und uns dann darum kümmern. Wenn dann ihr mit zum Kloster hochsteigt, dann passt auf, wo ihr hintritt. Ja, das sagen sie alle. Es ist ein langer Weg nach unten. Und dann, ich bin eben die Stufe getreten. Okay. Oh, was gibt's hier? Gibt's da, kann ich mir irgendwas klauen? Nein. Ah, oder hier oben. Mist. Fendal, machst du mal eine Räuberleiter? Du bist ja krank, Fendal. Ich bin direkt hinter euch. Gibt's da nicht irgendwas anderes wie sowas wie ruh dich aus? Da halten wir uns. Vergebt Verbündeten im Kampfgeschehen, falls sie euch verletzen. Ruht euch eine Weile aus. Was macht er jetzt? Setzt er sich jetzt irgendwo hin und trinkt einen Kaffee? Was macht ihr denn immer hier? Nee. So. Ich koche jetzt was. Schönes lecker Brot. Da rein. Oh. Damit kommt ihr nicht davon. Das tut mir leid. Ich wollte den nicht mitnehmen. Hier habt ihr ihn wieder. Hey. Hände weg! Ja, schon gut. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte Brot kochen. Mann, oh. Das war keine Absicht. Ja, okay. Was gibt's denn hier sonst noch? Wahrscheinlich mögen die mich jetzt hier nicht mehr. Oh, ich kann die nur klauen, schade. Oh, so viel Fein. Oh, ein Bett. In fremden Betten schlafen? Das ziemt sich aber nicht. Das ziemt sich nicht. Gold. Niemand sieht. Nein, dann heißt es wieder, ich hätte Gold geklaut. Das muss nicht sein. Na, Fendal? Was machst du da? Was wird das? Die Bleib Göttlichen doch mal stehen. Sind euch hold, mein Freund. Da halten wir uns. Zeit zu gehen. Jojo. Jetzt geht's ihm wieder gut? Alles in Ordnung, dann können wir ja raus hier. Auf, nach Himmelsrand! Okay, schauen wir einmal wieder mal unseren Charakter aus der Normalperspektive sehen. Das ist schön. Schauen wir auf unsere Karte. Finde Radeas Überreste. Okay, das ist dann hier. Radeas Überreste. Ich kann die auch nicht aussprechen. Ich bin zu doof dafür. Töte den Anführer von der modrigen Ruine. Horde Vampire, na toll. Sprecht mit den Graubärten, das machen wir ein andermal. In höchster Not, die Rotwardone haben wir noch nicht gefunden. Dann, das ist interessant. Oh mein Gott, da haben wir schon viele Nebenquests. Das ist ja unüblich. Ach, schön Huhn, ich hau hier. Er sieht wirklich komisch aus, ich glaube, er ist ein Huhn. Er sieht wirklich komisch aus, was ist das? Was? Oh, schlecht. Oh, schlecht. Oh. Aber wieso ist sie ertrunken? Nafi! Oh, Nafi, das tut mir so leid. Ich hätte ja lieber lebendig mitgebracht. Ich kann sie wieder erwecken, aber ich glaube, auf so einem Skelett steht er nicht. Außerdem müsste ich ja den alle 5 Minuten wieder lieben.
Wo war Nafi? Wir waren nochmal am anderen Ende hinter der Brücke, ne? Pieze. Kann ich die pflücken? Anscheinend nicht. Schade. Nafi! Armer kleiner Nafi. Oh Mann. Dass die Geschichten in Skyrim immer so schlechten Ausgang haben, tun, das. Ich höre was glitzern. Auch schön, ne? Ich höre was glitzern, das kennt man ja. Aus welcher Richtung? Irgendwie hier wird's lauter. Oder auch nicht. Hm? Keine Ahnung. Ja, okay. Nafi! Oh, das klappt so nicht. Danke, Nafi. Danke, Nafi. Nafi! Mein liebster Saufkumpan. Besorg mal ein wenig mit. Nein. Ich habe... Sie sagte, sei... Oh Mann, was sage ich ihm denn jetzt nur? Dann wird er ewig glauben, dass sie wiederkommt. Manchmal ist es besser zu wissen, wie die Sachen sind. Das tut mir leid, Nafi. Sie ist tot. Oh nein! Nein, nein, nein! Nafi konnte sich nicht verabschieden. Jetzt ist Nafi ganz allein. Zumindest hat Nafi Raidas Kette. Erinnert Nafi an seine Schwester. Danke, dass er sie Nafi gegeben habt. Oh, ich bin so knuffig. Oh, Nafi ist knuffig. Okay, dann hätten wir diesen Bestandteil unserer Quest auch schon hinter uns. Dann gucken wir mal, wer noch was in der Nähe erkundet. Das Feuerschleier, Hügel, Dingsbums. Das habe ich doch schon. Ich weiß nicht, wo ich die Klaue herkriegen soll.